Haben Sie selber schon was vom Medikamentenmangel zu spüren bekommen? Also ich selber jetzt nicht, aber ich höre Freundinnen, die zum Beispiel über Aspirin klagen, dass es das nicht zu kaufen gibt. Bei Kindermedikamenten tatsächlich. Fiebersaft oder Fiebermittel, wie nennt man das? Ja, genau. Genau, da hatten wir. Also es war nicht vorrätig, wobei die Apotheke sich sehr gekümmert hat und uns das dann selber angerührt hat, was sie ja können. Also von dem her, wir hatten keinen Mangel in dem Sinne, sondern haben dann eine Alternative bekommen. Für einen Sohn, für einen Kleinen. Was war das für ein Medikament, wenn ich fragen darf? Medikamente. Herzmedikamente. Und wie seid ihr damit umgegangen? Also wir müssen es halt aus dem Ausland liefern lassen, mit längeren Lieferzeiten dann halt klarkommen. Und muss man halt damit rechnen, dass man das ganz zeitig schon besorgen wieder, dass da kein Mangel entsteht. Ich selbst noch nicht, ehrlich gesagt. Ne? Außer, na gut, beim Hustensaft, muss ich sagen, da gab es jetzt Probleme. Also wir haben auch viele Familien mit kleinen Babys im Bekanntenkreis und da wurde es halt zum Gespräch gebracht, dass gerade wenn Fieber da ist, keine Fieberzäpfchen vorhanden sind und sowas. Genau, auch im Krankenhaus, dass es gerade sehr, sehr knapp alles ist. Selber nee, aber für mein Kind ja. Zum Beispiel Fiebermittel, Fiebersäfte. Es sind gerade sehr schwer zu bekommen und dadurch, dass ja die Erkältungswelle bei den Kindern gerade nach oben geht oder in vollem Schwung ist, ist es manchmal schwierig. Und damit herzlich willkommen. Unser Thema heute sind die Arzneimittelengpässe, die gerade im zurückliegenden Winter viele zu spüren bekommen haben. Das hat auch unsere Straßenumfrage hier mit Stimmen aus Dresden und Leipzig gezeigt. Ja, wie steht es um die Versorgungssicherheit in Deutschland und kann man die Produktion in nennenswerter Größe nach Europa zurückholen? Darüber sprechen wir heute mit Politik und Wirtschaft und zwar im ersten Teil unserer Sendung mit diesen Gästen. Wie immer an meiner Seite ist Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Er hat die Gesundheitswirtschaft im Freistaat genau im Blick, denn dort arbeiten inzwischen über 330 Unternehmen und Forschungsinstitute mit gut 15.500 Beschäftigten an innovativen Lösungen. Gesundheitsministerin Petra Köpping fordert, Deutschland müsse als Produktionsstandort für Medikamente attraktiver werden. In der aktuellen Situation wird bereits das Apothekenrecht großzügig ausgelegt und Importe aus anderen Ländern wurden zugelassen. Dirk Pamperin ist Geschäftsführer der Apogefa Arzneimittel mit Sitz in Dresden. Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 140-jährige Geschichte zurück und gehört heute zu den führenden deutschen Unternehmen in der Urologie. Ja, und unser letzter Gast in dieser Runde ist Dr. Heinhard Groß. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Sächsischen Apothekerverbandes. Der fordert verstärkte Bemühungen, die Produktion von Arzneimitteln wieder nach Europa und Deutschland zu holen. Außerdem müsse das Management der Lieferengpässe seitens der Apotheker adäquat honoriert werden. Ja, Herr Dulich, unsere Gäste heute sind vorgestellt. Welche Bedeutung hat denn die Gesundheitswirtschaft für den Wirtschaftsstandort Sachsen? Ja, wenn es um Gesundheit geht, trifft es uns alle. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man auch ein Thema mal von verschiedenen Seiten beleuchtet. Denn es hat erstmal die Bedeutung für uns selber als Konsumentinnen und Konsumenten, als Menschen, die leben und gesund leben wollen. Und wir sind ja schon in den letzten Jahren auf einmal konfrontiert worden, dass Selbstverständlichkeiten nicht mehr selbstverständlich sind, wo auf einmal Lieferengpässe entstanden sind und man einfach mal wachgerüttelt wurde, dass man auf einmal abhängig von Märkten ist. Und da war es auch mal spannend, auf Sachsen zu schauen, denn Sachsen hat eine ganz innovative Gesundheitswirtschaft, denn irgendjemand muss es ja entwickeln, muss es produzieren. Und Sachsen ist ein innovativer Standort für die Gesundheitswirtschaft. Sie haben ja die Zahlen genannt. Ich finde es immer etwas unfair, wenn man Sachsen immer nur auf die technischen Fragen reduziert, so Automobilland, Maschinen- und Anlagenbau, dass wir gerade in der Gesundheitswirtschaft auch ein wirklich innovativer führender Gesundheitswirtschaftsstandort sind, zeigen ja die imposanten Zahlen. Ja, und wie das vielleicht noch ein bisschen ausgebaut werden kann, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Frau Köpping, wir haben es gerade in der Straßenumfrage gehört, Fiebersaft hat gefehlt, manche Schmerzmittel, auch Antibiotika waren dabei. Da war vieles knapp in den Apotheken. Wie schwerwiegend schätzen Sie denn den Medikamentenmangel in Sachsen ein? Naja, das ist ein Thema, was uns schon seit Ende des letzten Jahres beschäftigt. Eigentlich schon vorher, wenn man das so sagen darf. Aber dort hat sich noch mal ein ganzes Stückchen konzentriert und verschärft. Wir haben fast 100.000 Arzneimittelprodukte und ca. 432 sind im Moment wirklich auf der Mangelliste, wenn man das so bezeichnen darf. Wir waren dazu bei Apotheken vor Ort, wir waren dazu im Großhandel, haben uns kundig gemacht. Und deswegen an der Stelle gleich noch mal mein ganz herzliches Dankeschön wirklich an alle Apotheken.
die sich ganz viel Mühe gegeben haben, und das haben die Umfragen ja auch gezeigt, dass die Apotheker auf der einen Seite sehr innovativ waren und selbst eben Produkte hergestellt haben, wenn das möglich war. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich als Freistaat Möglichkeiten geschaffen in Sachsen, wo wir gesagt haben, wir müssen mal pragmatisch handeln. Das eine ist eben, dass eben auch bestimmte Arzneimittelprodukte aus dem Ausland importiert werden dürfen. Das ist so ohne weiteres nicht möglich. Und zum anderen, dass die Apotheken sich auch untereinander austauschen können. Auch das ist bei Arzneimitteln nicht uneingeschränkt möglich. Deswegen haben wir dort für bestimmte Produkte die Freigabe gemacht, damit also in den Regionen, wo besondere Knappheit herrscht, zum Beispiel eben bei Erkältungskrankheiten, bei Fiebersäften, die ja genannt worden sind, man sich abstimmen kann innerhalb der Apotheken, wie man das regeln kann. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben und wo wir zumindest reagiert haben. Wodurch das passiert ist, das wissen wir natürlich auch. Auf der einen Seite hat Corona natürlich gezeigt, dass Lieferketten gestört gewesen sind, gerade aus China oder asiatischen Ländern. Und auf der anderen Seite eben auch, dass Produktion aus Deutschland und Europa abgezogen wurde. Da können wir sicher dann nochmal zu reden. Absolut, ja. Also man ist pragmatisch rangegangen, hat erstmal Lösungen gefunden. Und es gibt ja noch Leute, die produzieren. Ihre Firma zum Beispiel, Apogefa, Herr Pamperin. Die Geschichte der Apogefa reicht ja bis 1882 zurück. Stolze Zahl. Und ist aus einer Apotheke hervorgegangen. Das Unternehmen hat also schon mehrere politische Systeme erlebt und auch viele Krisen kommen und gehen sehen. Was braucht es denn heute, um am Markt zu bestehen für Sie? Naja, also die pharmazeutische Industrie, wie jeder andere Industriezweig auch, die verändert sich natürlich ganz stark. Stichworte sind Telemedizin, Onlinehandel, da werden sicherlich die Apotheker auch gerne noch was zu sagen. Und als mittelständisches Unternehmen stehen wir natürlich da, auch genauso wie jedes andere Unternehmen, in der Pflicht, uns ständig zu verändern, uns weiterzuentwickeln. Und wir als Spezialanbieter in der Urologie sind da auf der Seite der Ärzte und Patienten und versuchen eben mit innovativen Ansätzen tatsächlich unsere Nische zu finden und uns dort auch weiterzuentwickeln. Mhm. Und das mündet jetzt in so einem spannenden Transformationsprozess. Also ich glaube, wenn Sie andere Firmen angucken, Automotive, die sagen ja nicht mehr, sie verkaufen Autos, sondern die verkaufen ja Mobilität. Und genauso, glaube ich, gibt es in der Pharmaindustrie einen großen Bedarf daran, sich weiterzuentwickeln und so eine Art Gesundheitsanbieter zu werden, Lösungen anzubieten. Und das ist der Transformationsprozess, den auch die Apogefa jetzt gerade angefangen hat und fortführen wird. Ja, die Medikamente, die Sie herstellen, die sind dann vielleicht auch in der Apotheke von Dr. Groß zu finden. Sie sind natürlich neben der Verbandsarbeit auch Apotheker. Welche Medikamente sind denn zurzeit schwer bis gar nicht zu bekommen? Sie haben jetzt schon die Zahl genannt, über 400 sind es, aber was trifft Sie vielleicht da auch am meisten von diesen über 400? Also das geht quer durch alle Indikationsgebiete. Das sind, wir hatten es ja schon gehört, die Fiebersäfte, das sind die Antibiotika, das sind aber auch Herz-Kreislauf-Medikamente, das sind Medikamente, die Säureblocker darstellen, die Zytostatika, Schmerzmittel, Opioide, Schmerzmittel, also quer durch. Mhm. Wie bedrohlich ist denn der Medikamentenmangel für die Patienten? Gab es bereits Fälle, in denen Patienten ohne die richtigen Arzneimittel die Apotheke wieder verlassen haben? Oder hat man da immer Alternativen gefunden? Das Thema Lieferengpässe beschäftigt uns in der Tat schon seit ganz langem. Also wir sind schon, wenn ich so an die zurückliegenden Apothekertage denke, da gab es schon immer Anträge, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Und da wurden Schlussfolgerungen daraus gezogen. Wir haben, Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Valsartan-Geschichte mit diesen Verunreinigungen, da hatten wir immer Alternativen. Da gab es erstens Hersteller, die eben nicht in Indien oder China produziert haben. Da gab es auch Medikamente, die man ersetzen konnte durch naheliegende Wirkstoffe. Und dieses Mal sind wir tatsächlich so knapp auch an dem Versorgungsengpass dran. Wir differenzieren immer zwischen Lieferengpass, wo wir was ausgleichen können, und dem Versorgungsengpass, wo es dann tatsächlich nichts mehr gibt. Und bei den Fiebersäften war es ab und zu so, dass wir Patienten auch gefragt haben, ob sie noch was zu Hause haben. Und wenn sie gesagt haben, ja, dann haben wir sie auf eine Liste gesetzt und haben gesagt, wir rufen sie an, sobald es da ist. Es gibt auch ein Herzmedikament, Digitoxin, wird heute gar nicht mehr so häufig verordnet. Aber die Patienten, die das nach wie vor verordnet bekommen, die profitieren natürlich davon, einfach von der Lebensqualität her. Und dieses Medikament gab es eben gar nicht. Also das alles macht die Arbeit für die Apotheker nicht einfacher. Da ist auch teilweise Frust im Spiel. Das zeigt ein Beispiel aus Freital. Da macht ein Apotheker seinem Ärger Luft, und zwar auf kreative Art, nämlich ein Rap
auf YouTube. Das Video hat schon über 20.000 Aufrufe erhalten und wir hören mal rein. Haben die Schnauze voll, die Fächer sind leer. Die Leute kommen mit Rezepten, doch es gibt ja nichts mehr. Wir bleiben freundlich und wir lächeln und wir wahren den Schein mit einem Lächeln aus Stein. Uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben mehr Probleme, als es gestern noch waren. Bleiben freundlich mit der Kasse, auch wenn die oft nicht zahlen. Der eine lässt alles liegen, macht den Laden hier zu. Der andere macht ein auf Reformhaus oder kauft sich eine Kuh. Die Stimmen der Vernunft, die waren einmal im Kopf, ist es leer. Wir wollen helfen und wir müssen, denn die Kranken wären mehr. Ein Schritt vor und zwei zurück, genauso fühlt es sich an. Muss alles dokumentieren, denn sonst pisst man nicht an. Es kostet an, es kostet an. Er gibt's an, er verkauft die Drogen. Glas und Nasenspray, hat er sich da keine Besorgung. Das ist Apotheker-Team. Auch nachts kannst du ihn rufen, denn er schläft gern wieder. Das System hat versagt, die da oben haben's gemütlich, doch hier unten geht's ab. Versuchen alles, um zu helfen, brechen unter der Last, hoffen auf Unterstützung, doch werden eher bestraft. Immer noch mehr Pflichten, bis man die Patienten nicht sieht. Ein System voller Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Denke manchmal, es wäre besser, ich höre heute einfach auf. Doch wer macht dann den Job? Darum werde ich jetzt laut. Ja, drastische Worte von Stefan Torker aus Freital, ein Apotheker. Trifft das die Stimmung in der Apotheken oder ist das jetzt ein bisschen zugespitzt? Wie sehen Sie es, Herr Groß? Zwei Dinge dazu. Einmal, solange man solche kreativen Kollegen hat, muss es einem nicht bange werden um die Zukunft des Berufsstandes. Und zum anderen, der trifft den Nagel natürlich auf den Kopf. Also der beschreibt genau den Frust, den wir jetzt im Moment haben. Auf der einen Seite haben wir die Bürokratie, haben wir schön gesehen im Video, wir müssen uns kümmern. Und auf der anderen Seite bekommen wir Honorar weggenommen, gerade jetzt zur Zeit. Das ist der Ärger mit der Krankenkasse, der angesprochen wird, die oft nicht zahlt. Was ist da konkret damit gemeint? Dass Krankenkassen... Stärkungsgesetz ist damit gemeint, wo wir die nächsten 2 Jahre einen erhöhten Rabatt bezahlen, also konkret eine Honorarkürzung bekommen. Was lässt sich da machen? Naja, der Bund muss natürlich 2 Dinge machen. Das eine ist die Rabattverhandlungen, die ja nichts nützen. Wenn ein Hersteller in Deutschland, da sind wir ja auch bei der Produktion wieder genau gerade, die Kosten hat bei der Herstellung von einem Arzneiprodukt, die er dann auch im Absatz hat, dann macht er ja keine Gewinne, ganz im Gegenteil, vielleicht sogar Verluste. Das heißt, dort muss der Preisdeckel fallen für bestimmte Arzneimittel, dass tatsächlich die Produktion der Arzneimittel und der Verkauf von Arzneimitteln ökonomisch gestaltet wird. Das ist das eine, was der Bund jetzt auch seit dem 1. Februar gemacht hat. Und das andere sind diese Rabattverhandlungen, die gerade angesprochen sind. Da bin ich völlig bei Ihnen. Das ist unsäglich, weil trotz Preisdeckel, den wir jetzt aufheben, eine Rabattverhandlung natürlich dann auch wieder dazu führen kann, dass das Medikament beim billigsten Hersteller eingekauft wird und eben nicht geguckt wird, ist es in Deutschland hergestellt, ist es in Europa hergestellt. Und deswegen müssen auch die Verhandlungen, da ist auch der Bund dran, per Gesetz verändert werden. Also das sind die beiden Punkte, die der Bund dort nochmal aufgreifen muss. Das eine ist angegangen, das zweite wird angegangen, sodass wir an dieser Stelle hoffentlich auch eine Erleichterung bekommen. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Natürlich wird sich das, was in den letzten vielen Jahren aufgestaut ist, sich nicht in wenigen Wochen auflösen lassen. Aber dass wir eben hier als Sachsen, und da kommen wir ja dann sicher auch nochmal dazu, wirklich für den Standort werben, weil uns alle diejenigen, die Arzneimittel herstellen in Sachsen, sagen, dass die Ansiedlungsbedingungen in Sachsen sehr, sehr positiv sind. Wir haben Leute in den Genehmigungsbehörden, die sehr fachlich versiert sind. Das heißt, kurze Genehmigungsverfahren. Und jetzt verrate ich ein Geheimnis. Ich habe morgen tatsächlich auch ein Telefonat mit jemandem, der sich in Sachsen ansiedeln möchte. Ich verrate noch nicht mit dem. Okay, wir sind gespannt. Ich muss noch mal ganz kurz einsteigen. Diese erhöhten Rabatt, den wir im Moment bezahlen, der resultiert aus dem Krankenkassenstärkungsgesetz. Das hat etwas mit der Verringerung des Defizits nach der Corona-Zeit zu tun, der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da zahlen wir jetzt einfach mehr Rabatt und bekommen deswegen ein geringeres Honorar. Und das eben genau in dieser Zeit bei diesem Thema. Das frustet so ein bisschen. Ja. Vielleicht muss man dazu noch mal ein paar Zahlen sagen. Also der Herstellerabgabepreis eines dieses besagten Fiebersaftes, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der ist 1,36 Euro gewesen und ist um 7 Cent erhöht worden
auf 1,43 Euro. Jetzt überlegen Sie sich mal, da kriegen Sie anderthalb Rosinenbrötchen oder nicht mal ganz eine Schachtel Gummibärchen für Ihr Kind für. Dafür macht sozusagen die Pharmaindustrie so ein Fläschchen mit unter GMP, also Good Manufacturing Practice und diesen ganzen anderen Sachen, die man dazu braucht. Ich glaube, die 7 Cent reichen da einfach nicht aus, um tatsächlich nachhaltig auch diese Lieferketten zu etablieren und auch so zu gestalten, dass tatsächlich einfach das Geschäft mit diesen Arzneimitteln auch den Herstellern noch Spaß macht. Ja, das muss man. Was kann man tun, um die Wirtschaft in diesem Punkt mehr zu stärken? Ja, wir sind ja auf zwei Ebenen unterwegs. Das, was jetzt gerade besprochen wurde, ist eine Regulatorik, die wir nicht in Sachsen haben, sondern wo eben meine Kollegin Petra Köpping, sag mal, auf Bundesebene ja gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen wirbt, dass die Bedingungen schlichtweg konkurrenzfähig sind und dass, um den Bogen zum Anfang zu spannen, wir vor allem auch wieder stärker den Fokus darauf legen, wo produziert wird. Denn die Abhängigkeiten, die wir haben, muss ja auch zu einem Umdenken führen, wo wir dann eben auch schauen, dass wieder Produktion hier in Europa, hier in Deutschland und im besten Fall hier in Sachsen geschehen kann. Und dann kommt es eher zum Tragen, welche Bedingungen wir hier vor Ort haben, wo wir dann eben auch die Branche unterstützen können. Das ist ja jetzt nicht nur die sagen wir Arzneimittelhersteller, sondern die gesamte Branche ist ja größer aufgestellt. Wir haben ja vorhin die Zahlen gehört. Ob man das jetzt unter dem Stichwort Life Science oder Biotechnologie und so weiter, das sind Bereiche, wo wir natürlich auch unterstützen, wo wir auch unsere Netzwerke haben, wo wir, egal ob es um Forschung und Entwicklung geht, mit Technologieförderung unterstützen oder wenn es um Innovationen und Investitionen geht, da sind dann die normalen Förderprogramme auch wieder vorhanden, um eben das zu schaffen, dass hier ein gutes Umfeld entsteht, dass Unternehmen hier angesiedelt sind. Aber Petra Köpping hat ja darauf hingewiesen, wir waren vor kurzem in Rossendorf und haben uns dort eben, da ging es um Nuklearmedizin, also ein sehr spezielles Thema. Aber manchmal sind es auch die kleinen Themen, die herausragend sind und speziell für Sachsen. Und dort wurde uns eben gespiegelt, dass eben das Umfeld hier passt, dass eben sozusagen von Forschung und Entwicklung, den Unternehmen, aber eben auch von den Behörden, von der Frage, wie schnell auch genehmigt werden kann, es hier in Sachsen besonders gut ist. Denn hier geht es um hochspezialisierte Dinge und da braucht man auch Fachwissen, Expertise und da kann Sachsen schon auf etwas setzen. Also das heißt, wir wollen natürlich im Freistaat Sachsen mit den Möglichkeiten die Branche unterstützen, aber hier haben wir eben auch Themen auf der Tagesordnung, die Regulatorik, die im Bund vor allem gemacht wird. Ist das ein Wirtschaftsfeld, was noch gestärkt werden könnte, wo gute Exportchancen für Unternehmen im Freistaat lauern? Auf jeden Fall und Sachsen ist da ja auch in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich gewesen. Wir haben allein in den letzten 10 Jahren den Exportanteil mehr als verdoppelt, allein in dem Bereich. Da sieht man, dass tatsächlich hier eine sehr belastbares Potenzial ist. Generell merken wir ja, das sind nicht nur die Arzneimittel, sondern wir haben natürlich schon eine starke Zuwendung hin zu der Frage, dass die Menschen auch bewusst sind, was Körper betrifft, was Gesundheit betrifft, dass die gesamte Branche deshalb auch eine neue Aufmerksamkeit bekommt, nicht nur durch Corona, sondern eben auch in den letzten Jahren durch ein anderes Bewusstsein für Gesundheit und Wohlbefinden. Und das ist etwas, wo wir schon sehen, dass wir in Sachsen unser Potenzial nutzen müssen. Nur wir brauchen natürlich auch motivierte Unternehmen und deshalb spielt das natürlich alles miteinander und der Frust, der gerade vorhanden ist, wenn Kundinnen und Kunden den Frust bei Apotheken loswerden, ist das auch nicht schön und dann wird natürlich auch schnell nach denen da oben gezeigt. Trotzdem, eine Sache möchte ich nochmal deutlich machen, bei all dem Frust, weltweit haben wir eins der besten Gesundheitssysteme. Das darf man nie vergessen, weil man ganz schnell auch den Eindruck erwecken könnte, wie schlimm alles ist. Ich verstehe Frust, ja? Aber trotzdem muss man es nochmal einordnen, dass wir ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem insgesamt haben. Okay, trotzdem muss man gucken, wo sind die Stellschrauben, wo kann man noch mal anpacken? Frau Köpping, Sie haben schon die Lieferketten angesprochen. Warum diese Arzneimittelengpässe gerade jetzt so auftreten und nicht schon während der Corona-Pandemie, das bleibt ja weitgehend im Dunkeln. Braucht es da auch mehr Transparenz über die Verfügbarkeit von Arzneimitteln, wie das zum Beispiel die GKV fordert?
Naja, ein Thema ist ja angesprochen worden, dass das kein neues Thema ist. Es geht ja schon über einige Jahre, dass immer mehr Verknappungen von bestimmten Produkten in Europa zu verzeichnen sind. Und ich mache es mal einem ganz plastischen Beispiel deutlich, was wir ja alle erlebt haben. Beim Ausbruch der Corona-Pandemie hatten wir keine Masken in Deutschland. Eigentlich ein Phänomen, wo wir gedacht haben, es kann doch nicht sein. Eine ganz normale, erst Stoffmasken, später natürlich die sogenannten medizinischen Masken. Das war so eine Verblüffung, dass wir gemerkt haben, wir sind komplett abhängig von Lieferanten aus anderen Erdteilen. Also nicht nur aus Europa, sondern aus anderen Erdteilen. Und wie schnell es eben passieren kann, dass in Krisenzeiten, China hat lange Zeit nicht produziert, weil es ja die Null-Covid-Strategie gefahren ist, aber auch andere Krisen in anderen Ländern zeigen eben, wie empfindlich dieses System ist. Und das muss uns eben bewusst sein, wenn wir wollen, dass in Europa, in Deutschland wieder produziert wird, wird das auch zu einer anderen Kostenstruktur führen. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was angesprochen worden ist. Das Krankenkassenstärkungsgesetz ist ja nicht geschaffen worden, weil Herr Karl Lauterbach mal dachte, jetzt müssen wir mal irgendwo Geld herholen oder bei jemandem was wegnehmen, sondern es ist ja geschaffen worden, weil das Krankenkassensystem 6 Milliarden Defizite hat. 6 Milliarden in Deutschland. Und deswegen müssen wir ja zu einer gesunden Kostenstruktur kommen. Und deswegen braucht in dem Bereich, was die Produktion von Arzneimitteln betrifft, eben auch staatliche Unterstützung. Das wird nicht von alleine zu schaffen sein. Ansiedeln, produzieren und dann in den Verlauf gehen. Und deswegen braucht es an dieser Stelle einfach die Unterstützung des Staates und auch übrigens der Europäischen Union. Wir fahren ja am Sonntag alle gemeinsam nach Brüssel. Und dort wird das Thema Arzneimittelproduktion in Europa eben auch eine Rolle spielen, weil es nicht nur um Deutschland alleine geht, sondern um europäische Hersteller. Mhm. Wir gucken mal, wie es bei der Apogefa ist. Woher kommen denn die Wirkstoffe für die Medikamente, die Sie herstellen in Dresden? Also wir haben als Familienunternehmen das große Glück, einfach nicht so sehr auf die Kosten gucken zu müssen, sondern für uns ist ganz wichtig, ein Thema sind die Kosten. Natürlich müssen wir auch wirtschaftlich unterwegs sein, aber das Thema Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit ist auch ein Thema. So, und wenn man das zusammentut, dann schafft man es, auch in Europa produzieren zu können. Wir haben zum Beispiel unsere größten Produkte, das wir haben, der Wirkstoff wird hier in Dresden bei einer Firma und bei einer Firma in Thüringen produziert. Das funktioniert bis zu einem gewissen Maße, weil dann kommen so Sachen wie das Preismoratorium oder Festbeträge rein. Also auch noch mal eine Zahl, seit 2010 darf die Pharmaindustrie die ihre Preise für die Arzneimittel nicht erhöhen. Das heißt, wir haben jetzt 12 Jahre lang die gleichen Preise für unsere Produkte. Und zeigen jetzt diese Preissteigerungen durch Inflation etc., wie macht man das? Naja, das ist sozusagen unsere Margen, die wir dort haben, schmelzen halt immer weiter ab. Das sieht man dann bei den Fiebersäften. Und irgendwann müssen wir uns überlegen, ist eben diese Produktion noch sinnvoll? Also können wir da noch mit Geld verdienen oder müssen wir eben alternative Wege suchen? Und viele Unternehmen haben es dann eben gemacht und sind eben ins Ausland gegangen, in den asiatischen Raum, lassen dort produzieren, wo eben die Herstellkosten vielleicht ein Drittel dessen sind, was es in Deutschland ist. Wie hoch ist die Abhängigkeit von Deutschland von Arzneimittelimporten, Wirkstoffimporten? Also es gibt vom International Trade Center, gibt es darüber zum Beispiel bei Antibiotikern ganz klare Zahlen, die Produktion in Europa der Antibiotika wird zu 44,8% in China gemacht und über 8 oder 10% in Indien und der Rest bis zu 60% in anderen asiatischen Ländern. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, 60% unserer Antibiotika-Wirkstoffe kommen aus China und angrenzenden Ländern. Wenn da mal was passiert, was ja unter der gegenwärtigen politischen Lage nicht so ganz unwahrscheinlich ist, muss man sagen, dann haben wir hier wirklich ein Problem. Und wie könnte man das Rad aus Ihrer Sicht wieder zurückdrehen? Was wären da Möglichkeiten, da anzusetzen? Naja, also die Technologien, das Know-how und alles, was man dazu braucht, um Arzneimittel und Wirkstoffe und Fertigarzneimittel hier in Europa zu produzieren, ist alles da. Ja, es geht um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ja, die wir einfach so hindrehen müssen, dass es eben zum Beispiel eben ein Preismoratorium zumindest dann für europäische produzierte Arzneimittel aufgehoben wird oder dass zum Beispiel die Festbeträge für europäisch produzierte Arzneimittel dann eben nicht abgesenkt werden. Wir hatten bei einem Produkt, das müssen Sie sich mal vorstellen, im letzten Jahr, am 1. Juli, hat der GBA gesagt, diese Wirkstoffgruppe wird um 30% im Preis reduziert. Das heißt, von einem Tag auf den anderen haben wir für jede Kapsel, die wir davon verkaufen, 30% weniger in der Kasse gehabt. Das muss man auch erstmal verdauen irgendwie. Das kriegen wir hin, weil wir innovativ sind. Aber ich glaube, an diese Sachen, da muss ganz klar, wenn man tatsächlich politisch gewollt die Gesundheitspolitik dort
mit europäischen Produktionsstätten unterstützen will, dann muss man hier ganz klar natürlich an die Kosten ran. Und das ist eben in Europa nicht ganz so günstig, als wenn ich das in Indien oder China mache. Hm. Welche Möglichkeiten sehen Sie als Wirtschaftsminister dazu unterstützen? Wo könnte die Politik einhaken, um eben wieder mehr Produktion nach Europa, nach Deutschland zu holen? Naja, wir sind ja hier in einem Bereich, wo man ja nicht nur sagen kann, dass rein ökonomische Kriterien gelten. Weil am Schluss geht es darum, dass jeder sich auch Medikamente leisten kann. Weil das ist ja wieder die Aufgabe von Politik, sicherzustellen, dass wir keine Zweiklassenmedizin haben, dass jeder den Zugang zu Medikamenten hat. Und diese Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, die notwendig ist, um Dinge zu produzieren auf der einen Seite, aber eben auch eine Regulatorik zu haben, die auch tatsächlich eine Versorgung gewährleistet, das ist die eigentliche Herausforderung. Und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, die Pharmaindustrie gehörte in den letzten Jahrzehnten nicht zu den Ärmsten. Also muss man auch noch mal sagen. Ne? Und deshalb ist es der Punkt, den Petra Köpping am Anfang schon angesprochen hat. Ja, wenn wir wollen, dass natürlich auch wieder hier stärker produziert wird, hat das natürlich auch Konsequenzen für Preisentwicklung. Und ich bin nur der Meinung, das müssen wir auch wirklich mit in Kauf nehmen. Globalisierung wird es immer geben und es wird auch weiterhin Produktionsstandorte woanders geben. Die Frage ist, wie wir aber uns schrittweise von einer so deutlichen Abhängigkeit lösen können. Und da muss man sich vielfältiger aufstellen. Und ich glaube, dass wir in Sachsen, um es jetzt wieder aufs Kleine runter zu brechen, natürlich dort vor allem besonders stark sind, wo wir bereits so ein Ökosystem haben, wo wir eben eine Pharmaindustrie haben oder eine Branche insgesamt, die wiederum interessant für andere ist. Und deshalb bin ich ja schon optimistisch, dass es uns gelingt, in Sachsen das auch zu einem gewissen Standortvorteil mit zu machen. Aber bestimmte regulatorische Fragen haben wir halt nicht in der Hand. Aber dort eine gute Balance zu finden, das wird die Aufgabe sein, weil natürlich, wenn es um Gesundheit und Medizin geht, die jetzt nicht nur wirtschaftliche Kriterien betrachten dürfen. Es wird teurer, hat Herr Dulich gesagt, wenn wir das wirklich ernst meinen, die Produktion wieder zurückzuholen. Lässt sich das schon irgendwie beziffern? Nein, das kann man, glaube ich, nicht. Aber man muss einfach wissen, dass die Produzenten einfach Planungssicherheit brauchen. Deswegen habe ich vorhin nochmal die Planungsbehörden genannt, die Genehmigungsbehörden genannt, die in Sachsen sehr gut aufgestellt sind. Also ein Arzneimittel zu produzieren ist ja nicht ganz trivial. Das muss man ja auch sagen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Dingen, die man beachten muss, gerade was Umweltschutz und Ähnliches betrifft, Folgewirkungen betrifft. Und insofern ist das wirklich ein kompliziertes Genehmigungsverfahren. Dann geht es natürlich auch um die Entwicklung eines Arzneimittels. Das dauert in Deutschland, Sie können mich gerne korrigieren, aber so circa 13 Jahre. Ist so ein bisschen das, was ich mitbekommen habe. Also das ist eine sehr, sehr lange Zeit, wo man tatsächlich braucht, um aus einer Idee ein Arzneimittel tatsächlich auf den Markt zu bringen. Und der dritte Punkt sind natürlich auch die Kosten, die Entwicklungskosten. Das sind auch, glaube ich, pro Produkt so 150.000 Euro. Fallen da, es ist ein Durchschnittswert immer so für diese Branche. Man sagt und das zwischen sind, 800 Millionen und 1 Milliarde so ungefähr. Danke, kostet. Da können Sie mich gerne korrigieren. Ich wollte eine hohe Zahl nennen, weil es so ist. Ja. Und insofern ist das, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Und deswegen war mein Einwand, da braucht es die Unterstützung des Staates. Das eine in den Genehmigungsbehörden, aber auch finanzieller Art, mit Förderprogramm, mit Unterstützungsprogramm, damit eben Arzneimittel, wie Martin Dulich es gesagt hat, eben einfach bezahlbar bleiben. Denn das muss oberstes Primat sein. Und wie schnell sich das verändert, auch das wieder ein Beispiel nach Corona. Wir haben unsere Wirtschaft in Sachsen aufgefordert, wirklich Masken herzustellen. Das haben die gemacht. Es gibt wirklich Hersteller, die haben gesagt, machen wir jetzt mit. Und wer kauft jetzt wo ein? Man kauft wieder im asiatischen Markt ein, weil sie eben billiger sind. Und das ist genau das, wo wir ein Stück weit weg müssen von diesem Denken. Sonst werden wir solche Situationen, wie wir sie während Corona hatten und jetzt eben auch bei Arzneimitteln eben leider wieder erleben. Und das wollen wir nicht. Und deswegen braucht es gemeinsame Anstrengungen in der EU, in Deutschland, um die Unternehmen hier wirklich zu halten und wieder anzusiedeln. Kosten entstehen ja auch für die Apotheken derzeit. Es heißt, im Schnitt verbringt ein Apotheker einen Tag pro Woche damit, Alternativprodukte zu beschaffen, wenn das Original nicht lieferbar ist. Können Sie das so unterschreiben? Ist das korrekt? Welcher Mehraufwand entsteht da für die Apotheker? Also wir haben tatsächlich einen ganz, ganz hohen Aufwand zurzeit. Ich muss das als Apotheker grundsätzlich nicht immer selbst machen. Da habe ich auch Angestellte dafür. Aber es ist wirklich bei mir, also normalerweise läuft ja so ein Prozess voll digital. Es wird ein Arzneimittel abgegeben auf Rezept an der Kasse und es wird automatisch bestellt und landet wieder im Warenlager. Da kriege ich normalerweise überhaupt nichts mit. Und jetzt werden halt die Listen, wo angezeigt wird, dass der Großhändler oder der Hersteller nicht lieferfähig ist, die werden immer länger und sowas muss dann hinterher telefoniert werden. Und dazu gehört, dass wir
sowohl mit den Herstellern, den unterschiedlichen Großhandlungen, die es gibt, telefonieren, dass wir dann fragen, wann gibt es den nächsten Liefertermin, und dann geht ja die Arbeit erst los. Dann rufen wir den Patienten wieder an und sagen ihm, dann und dann ist es zu erwarten, das Arzneimittel, wie lange kommen Sie noch hin? Und dann wird je nachdem der Arzt kontaktiert und es wird entweder darüber gesprochen, ob die Therapie umgestellt wird, ob etwas anderes verordnet wird. Also das ist das tatsächlich hört sich schon nach einem ganz schönen Zeitaufwand eine ganze Menge an. Arbeit, ja. Und wir haben auch so eine ganze Menge Aufwand, den wir früher halt nicht hatten. Wir hatten Listen in der Apotheke. Wir müssen ja auch regelmäßig gucken, wann nehmen wir die Bestellung wieder raus, wann hat sich das Thema vielleicht erledigt, weil der Patient schon bei einem anderen Arzt war. Es muss alles verwaltet werden. Also das ist ein erheblicher Aufwand. Wie gehen denn die Patienten damit um? Nehmen die das so hin und sagen, danke, dass Sie sich kümmern? Oder sind die vielleicht auch manchmal ungehalten, wenn es das nicht gibt, was sie eigentlich seit Jahren schon in den Apotheken vorrätig hatten und erwarten? Also ungehalten sind die allerwenigsten. Die meisten haben das auch durch die Arbeit der Medien gut mitgekriegt. Die rufen ja auch vorher schon an, die Patienten, und fragen, haben Sie das und das Präparat vorrätig? Aber das ist schon verrückt. Wir haben uns also früher, gerade bei Fiebersäften, haben wir uns unterhalten, ob das mit Erdbeergeschmack, Orangengeschmack oder Zitronengeschmack ist. Und jetzt greifen wir hinter und sagen, das haben wir da. Und dann wird das genommen, ne? Und ja. Wie lange könnten denn diese Lieferschwierigkeiten noch anhalten? Was glauben Sie? Das ist ganz, ganz schwierig. Ich denke, also meine Prognose ist, dass es jetzt erst losgeht, dass wir jetzt am Beginn einer Phase sind, wo wir eben auch mal die Kehrseite der Globalisierung mitbekommen und wo durch ganz viele Einflüsse, die wir überhaupt nicht in der Hand haben, Lieferketten eben anders strukturiert werden. Und ich denke, also es sind ja auch immer schon Lieferschwierigkeiten angekündigt, die noch gar nicht da sind, aber wo gesagt wird, die Produktion, die wird aussetzen und es wird voraussichtlich wieder lieferbar sein. Da haben wir schon eine ganze Menge an Themen, und dann kommt eben der Krieg Russlands gegen die Ukraine dazu. Also da passieren im Moment ganz viele Dinge, die, glaube ich, eher das Problem verschärfen werden. Bei den Fiebersäften jetzt ist das dadurch, dass die Erkältungswelle abklingt, ist das Problem schon wieder bewältigt. Aber es kommen eben andere Themen. Aber es sind Themen. Ja auch andere Medikamente, ja, die betroffen sind. Wie schätzen Sie es ein, Frau Köpping? Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und deswegen ist es ja umso dringlicher, dass wir wirklich versuchen, Druck zu machen, eine europäische Lösung zu finden, um die Produktion nach Europa zurückzuholen, weil eben diese Krisen, die ja gerade angesprochen worden sind und was noch kommt, wissen wir ja nicht. Sonst wäre es ja keine Krise, über die wir hier reden. Wir hoffen alle, dass sie nicht kommen, aber sicher können wir uns halt nicht sein. Und deswegen gibt es für uns nochmal so eine Maßgabe, dass wir nochmal eine Taskforce gründen, wo wir wirklich nochmal mit den Großhändlern, mit den Apothekern, aber auch mit allen anderen Partnern, Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigung uns zusammenschließen, um zu überlegen, was wir gemeinsam zumindest bei dem, was wir tun können, machen können. Das andere ist, das ist eine bayerische Überlegung, die wir auch nicht ausschließen, ob man sich eben ein Reservelager anlegt. Reservelager heißt natürlich auch immer, dass es vielleicht dem anderen fehlt. Ich sage es mal so deutlich. Deswegen ist das immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber vielleicht kriegt man sowas mitteldeutsch auf die Reihe, dass man sich zusammenschließt als mitteldeutsche Länder. Das sind so Überlegungen, die wir uns auf Landesebene machen, um einfach ein Stück weit auf die Perspektive, die ja angedeutet worden ist, dass es nicht einfacher wird, vorzubereiten. Ja, wir haben im Moment eine leichte Entlastung oder Entschärfung bei den Grippe- und Erkältungsmedikamenten oder eben bei Fiebersäften, weil eben die Zeit ein Stück weit vorbeigegangen ist. Aber das heißt, wir haben die Grippewelle überstanden erstmal. Wissen wir auch nicht so genau, was noch alles kommt. Aber insofern ist das schon ein Thema, was uns wirklich beschäftigt und wo wir mit den Partnern sehr, sehr eng zusammenarbeiten wollen und zusammenarbeiten. Vielleicht zu der Lieferkettenproblematik nochmal ein bisschen Hintergrund. Also das Thema, warum ich das sehr, sehr nochmal betonen will, was auch Herr Groß gesagt hat, ist die Lieferketten in der pharmazeutischen Industrie sind nicht so wie bei Automotive oder anderen, dass man so just in time hat, sondern die sind sehr viel dehnbarer. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr global gesehen bei den Arzneimitteln 180 Tage, also ein halbes Jahr sozusagen Puffer haben. Also wo Wirkstoffe irgendwo sind, wo Arzneimittel produziert werden können und so weiter und so fort.
Wir sehen aber bei uns selber, dass tatsächlich diese 180 Tage jetzt aufgebraucht sind nach anderthalb, zwei Jahren Corona. Und dass sozusagen jetzt die Lieferketten tatsächlich eben kurz davor sind, dann an der einen oder anderen Stelle zu reißen. Deswegen ist es wirklich, ne, denken wir jetzt Fiebersaft gibt es jetzt wieder. Das ist aber eigentlich gar nicht das Thema, sondern das Thema ist eigentlich tatsächlich, dass diese Vorräte, die es in den verschiedenen Stufen gab, aufgebraucht sind. Und wir jetzt von jetzt auf gleich wieder Probleme bei anderen Produkten kriegen können, von denen wir jetzt noch gar nichts ahnen. Gerade bei den Antibiotika ist im Moment in China ein Riesenproblem mit der Herstellung eines Grundstoffes. Da sind zwei Produktionsstätten ausgestiegen, die ungefähr 25% des Weltbedarfs dieses Grundstoffs herstellen. Wir haben schon von Herrn Groß gehört, die Probleme ziehen sich schon über Jahre hin. Es ist nicht das erste Mal, dass es aufploppt. Besteht die Gefahr, dass es wieder in den Hintergrund gerät, gerade jetzt, wenn die Erkältungszeit zurückgeht, die Fiebersäfte nicht mehr entscheidend sind für die Familien? Oder behält man das Thema jetzt wirklich auf der Agenda? Mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren schon ein großes Umsteuern und Umdenken passiert, weil man natürlich genau so eine Situation, wie man es bei Corona schon erlebt hat, weil auf einmal wir wirklich konfrontiert waren, das erste Mal in dieser Deutlichkeit von diesen Abhängigkeiten, dass das nicht noch einmal eintritt. Die Bundesregierung plant ja auch beim Vergabegesetz Änderungen, um eine Re-Europäisierungsstrategie auch mit zu unterstützen. Natürlich auch dort wieder die Balance zwischen Bürokratie und Aufwand und auf der anderen Seite aber die Unterstützung, dass wir genau schauen müssen, dass wir es stärker wieder nach Europa holen. Denn wenn es hier um Gesundheit und Leben geht, kann man das nicht ökonomischen Gesichtspunkten nur unterordnen. Da muss man klar machen, wir brauchen Lieferketten hier in Europa. Okay. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Dr. Pamperin und Dr. Groß für diese Informationen. Und wir sprechen hier gleich weiter über die Unabhängigkeit von Fernost und die Produktion von Wirkstoffen in Sachsen, unter anderem mit dem sächsischen Cannabis-Produzenten. Doch zunächst schauen wir noch in ein weiteres sächsisches Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, was eigentlich so in der Tablette drin ist, die wir schlucken? Das ist nicht nur der Wirkstoff, da gehört auch ein Trägermaterial dazu. Und das kommt zum Beispiel aus dem Erzgebirge, von der Mikrozellulose Weißenborn. Ja, und den Hidden Champion stellen wir Ihnen jetzt kurz vor. Technologie aus Weißenborn im Erzgebirge steckt nicht nur in Tabletten, sondern auch zum Beispiel in Zahnpasta und Duschgel. Die Mikrozellulose Weißenborn stellt aus Pflanzen Zellulosefasern her, die dann in den jeweiligen Branchen weiterverarbeitet werden. Wir sind Weltmarktführer für pharmazeutische Hilfsstoffe, sowohl in der Kosmetikindustrie, in der Pharmaindustrie, wie auch in der Lebensmittelindustrie. Die Mikrozellulose Weißenborn ist ein energieintensives Unternehmen und deshalb aktuell von Kostenzwängen betroffen. Auch unterbrochene Lieferketten belasten das Unternehmen, da wichtige Chemikalien zunehmend schwer zu bekommen sind. Trotz allem setzt die Firma auf Wachstum. So soll in diesem Jahr eine automatische Verpackungslinie in Betrieb genommen werden. Wir wollen natürlich, dass das Know-how hier bei uns bleibt. Damit sichern wir die Arbeitsplätze. Steigende Energiepreise, aber auch den Fachkräftemangel, nennt Daniel Geißler als Herausforderungen, die es aktuell zu meistern gilt. Es muss ja nicht gleich der neue Weltmarktführer werden, aber wie können wir unabhängiger von der Arzneimittelproduktion in Asien werden? Darüber sprechen wir in leicht veränderter Runde und ich kann jetzt zwei neue Gäste bei uns begrüßen. Dr. Adrian Fischer ist Geschäftsführer und Mitbegründer von Demecan, das medizinisches Cannabis anbaut. Das Unternehmen betreibt bei Dresden nach eigenen Angaben die größte Indoor-Cannabis-Produktionsstätte Europas. Die Ziele sind hoch gesteckt. Demecan will nicht nur deutscher Marktführer für medizinisches, sondern auch Genussmittel-Cannabis werden. Die Legalisierung natürlich vorausgesetzt. Sabine Squara von GlaxoSmithKline. Sie ist Leiterin Gesundheitspolitik. In Dresden produziert GlaxoSmithKline Impfstoffe. So werden für die saisonale Grippewellen jedes Jahr mehr als 50 Millionen Impfdosen in Dresden hergestellt. Ja, wir schauen zunächst mal zum Cannabis. Unter strengen Sicherheitsauflagen, heißt es, wird bei Demecan in Ebersbach bei Dresden, genau zu sein, medizinischer Cannabis produziert. Was muss man sich genau unter diesen strengen Sicherheitsvorkehrungen vorstellen?
Ja, also es gibt da Vorschriften. Cannabis ist ja ein Betäubungsmittel. Und da gibt es Vorschriften, wie Cannabis bzw. jedes Betäubungsmittel zu sichern ist. Und das bezieht sich aber nicht nur auf das fertig hergestellte Produkt, sondern auch auf den Anbau. Denn wir bauen die Pflanze vom Samen bis zur Blüte hin an. Und das ist eine sehr große Fläche, die muss dann gesichert werden. Das heißt, es ist ein Stahlbeton zu verwenden. Es sind nur Panzertüren zu verwenden. Es braucht Kameras, die das überwachen. Und das sind eben gesetzliche Auflagen, die wir da erfüllen müssen. Also eine ganz besondere Plantage, kann man schon sagen, ne? Ja, bestimmt die sicherste Plantage, die man so finden kann. Ja, wie entwickelt sich denn die Nachfrage nach medizinischem Cannabis, seit es 2017 zur Behandlung von schweren Krankheiten legalisiert wurde? Ja, genau. Also Cannabis kann immer nur dann verschrieben werden, wenn eine normale Therapieform nicht zur Verfügung steht, also sozusagen als letzten Therapieversuch. Die Nachfrage ist gestiegen, seit 2019 jedes Jahr ungefähr verdoppelt. Und ist jetzt bei ungefähr 20.000 Kilogramm Blüten, die medizinisch verschrieben werden. Und ein Teil davon wird auch in Deutschland hergestellt. Wie groß ist die Akzeptanz, sowohl bei Ärzten als auch bei den Krankenkassen? Welche Schwierigkeiten gibt es vielleicht auch? Ja, bei den Ärzten beobachten wir auf jeden Fall eine steigende Akzeptanz. Auch viele Ärzte sind bereit, das auszuprobieren. Allerdings sind die bürokratischen Hürden, das zu verschreiben und insbesondere das auch erstattet zu bekommen, sehr hoch. Die Krankenkasse hat hier immer noch mal einen Genehmigungsvorbehalt. Das heißt, die Krankenkasse kann letztendlich entscheiden, ob das, was der Arzt festgestellt hat, das verschreibungswürdig ist, tatsächlich von der Krankenkasse erstattet werden kann. Wie oft passiert das? Ungefähr ein Drittel der Fälle. Ein Drittel, das ist eine ganze Menge. Also da müssen Sie auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten wahrscheinlich. Ja, wir hoffen, das durch gute Produkte und eine stabile Qualität zu tun, aber ja. Wir gucken mal zu GlaxoSmithKline in Dresden. Da ist die Geschichte viel länger, reicht viel länger zurück. In welche Länder werden denn die Impfstoffe geliefert und welche sind das, die in Dresden produziert werden? In Dresden produzieren wir Grippeimpfstoff und davon, wie Sie vorhin schon gesagt haben, 50 Millionen. Das heißt, wir liefern aus Dresden in die Welt und zwar in mehr als 50 Länder. GSK, GlaxoSmithKline, ist ein weltweit agierender Impfstoffproduzent. Wir beliefern die ganze Welt mit dem großen Portfolio, das wir haben. Wir haben Kinderimpfstoffe, die werden jetzt nicht in Dresden hergestellt, aber die sind im Portfolio, Reiseimpfstoffe, viele Impfstoffe für ältere Menschen. Das heißt also, hier aus Dresden in 50 Länder der Welt. Ja, und wie das angefangen hat, beziehungsweise wie die Produktion heute aussieht, davon haben wir auch ein paar Bilder von Ihnen bekommen. Die Anfänge gehen ja auf Karl August Lingner zurück. Der wird bei einigen eine Glocke läuten. Das war das Mundwasser Odol, was ihn bekannt gemacht hat. Das liegt aber mehr als 100 Jahre zurück. Und wie heute die Impfstoffproduktion in Dresden abläuft, können wir uns jetzt mal anschauen. Rund 750 Mitarbeitende des Dresdner Impfstoffwerks sorgen dafür, dass jährlich mehr als 50 Millionen Dosen saisonalen Grippeimpfstoffs für mehr als 40 Länder auf der Nord- und Südhalbkugel hergestellt und ausgeliefert werden. Für die Grippe-Pandemie-Vorsorge stellt das Dresdner Impfstoffwerk laut GSK einen zentralen Knotenpunkt dar. Durch Erfahrung mit Impfstoffen gegen Vogel- und Schweinegrippe ist es möglich, die Produktionskapazitäten schnell und kurzfristig hochzufahren. Dafür investiert GSK beständig in den Produktionsstandort. Seit 1992 mehr als 350 Millionen Euro, sodass die Produktion um mehr als das Fünffache erhöht werden konnte. Aktuell machen unter anderem die hohen Energiepreise dem Unternehmen zu schaffen. Zum anderen ist es so, dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern durchaus Standortnachteile sehen in den Investitionen, beispielsweise unseres Konzerns in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Die Erfolgsgeschichte des Standortes Dresden soll laut Standortleiterin Dr. Jacqueline Schönfelder weitergeschrieben werden, unter anderem durch Weiterbildung und Ausbildung eigener Nachwuchskräfte. Ja, wir haben es gerade von der Standortleiterin gehört. Da gibt es schon noch Probleme bei der Investition von Pharmaunternehmen, wenn man ausbauen will. Welche sind das? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären. Wir brauchen stabile Rahmenbedingungen. Das ist ganz wichtig und vorhin wurde es auch schon angesprochen. Stabile Rahmenbedingungen, Energiesicherheit ist das zweite Thema, das haben wir auch schon besprochen. Stabile Rahmenbedingungen, aber auch gesundheitspolitischer Art. Wir haben im vergangenen Jahr eine Gesetzgebung auf Bundesebene gehabt, die natürlich für das Ökosystem am Standort problematisch ist. Wir brauchen diese stabilen Rahmenbedingungen, um auch nachhaltig, mittel- und langfristig hier planen zu können.
Wir haben jetzt schon zweimal auch die Energieproblematik gehört, sowohl in Weißenborn als auch bei GlaxoSmithKline, die gestiegenen Kosten. Ist das durch die aktuellen Förderprogramme aufgefangen worden oder wie schwierig ist die Situation nach wie vor für diese energieintensiven Unternehmen? Na, ist ja beides. Im letzten Jahr hatten wir eine Phase, wo niemand planen konnte. Die Energiepreise sind durch die Decke gegangen und man konnte nicht mehr planen. Und Verlässlichkeit, Planbarkeit ist eine Währung in der Wirtschaft. Und auch wenn mit den Energiepreisbremsen, glaube ich, eine ganz wichtige und notwendige Grenze eingezogen wurde, ist damit trotzdem deutlich geworden, die Energiepreise sind höher als vor dem Krieg. Und viele wissen auch, das wird noch eine Weile dauern, ehe sie vielleicht sich zum Beispiel durch den Ausbau der Erneuerbaren wieder nach unten bewegen. Aber zumindest ist wieder Planbarkeit her. Und das hat zu einer massiven Beruhigung und Stabilisierung auch in der Wirtschaft gesorgt. Wir stehen trotzdem vor der Aufgabe, wie wir die Energiesicherheit auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicherstellen. Nicht nur in der Branche, sondern generell, sage ich das mal, als Vertreter der Industriepolitik in Sachsen. Denn wir müssen auch in den 30er Jahren einen Energiemix haben, wo klar ist, wir haben bezahlbare und sichere Energie. Und da müssen wir sicherlich noch einige Hausaufgaben machen, denn wir streiten jetzt gerade über Jahreszahlen, aber wir müssen doch eher darüber streiten, wie denn die Energieversorgung wirklich aussieht. Und das ist eine große Herausforderung, weil, ich bleibe dabei, Stabilität und Planbarkeit, das ist halt eine Währung in der Wirtschaft. Also das ist auch nochmal eine andere Baustelle. Frau Köpping, Sie haben gerade so die Schwierigkeiten von Investitionen in der Medizinbranche gehört. Wie reagieren Sie drauf? Naja, wir haben ja nochmal auch, das kann ich gar nicht oft genug wiederholen, in Sachsen ganz gute Bedingungen, um ein Genehmigungsverfahren zu erreichen. Das spiegeln mir zumindest alle, die hier schon produzieren, wieder. Auf der anderen Seite muss es eben auch neue Gedanken geben, damit eben genau die Arzneimittelherstellung nicht ins Unendliche kostenmäßig explodiert. Dazu gehört eben unter anderem auch, dass man vielleicht nicht in einer Firma alles herstellt, sondern sich hineinteilt, dass keine Doppelstrukturen da sind, dass jedes Unternehmen sich seine eigene große Technik anschafft, die sehr teuer ist, wie wir wissen, sondern dass man auch unterschiedliche Zulieferer bedient, damit eben, wenn einer ausfällt, der andere einspringen kann. Solche neuen Lösungen braucht es. Und da bin ich wieder bei den europäischen Regelungen, die wir dafür brauchen, weil das eben ein Land alleine offensichtlich nicht schaffen kann, sondern das brauchen wir in Europa. Und da braucht es diese Verzahnung. Übrigens auch bis hin zu den Hausärzten. Wir haben ja gerade die Problematik gehört, dass es gerade bei bestimmten Medikamenten, zu denen eben auch die medizinische Verschreibung von Cannabis gehört, Probleme gibt. Und das ist ganz witzig. Ich hatte wirklich am Wochenende gerade ein sehr dramatisches Mail, wo jemand eben für seine Frau, die sehr starke Schmerzen hat und wo alles andere austherapiert ist, eben diesen Cannabis-Verschreibung nicht bekommen hat. Und da braucht es eben auch Schulung. Wie gehe ich mit neuen Medikamenten um? Was kann ich denn dort tatsächlich machen? Vielleicht auch bei den Krankenkassen, denn die Ausfallquote von einem Drittel ist ja doch erheblich, wenn man das hört. Und der Patient, der das auf dieses Produkt greift, der hat eben akute Nöte. Und darauf müssen wir reagieren können. Und das eine ist immer das, was wir praktisch tun können. Aber auch die Rückkopplung bis hin zum Arzt, bis hin zur Krankenkasse, die halte ich für dringend erforderlich, dass wir dann tatsächlich das tun, was auch wirklich gebraucht wird. Wir reden heute ja viel über Lieferengpässe. Inwieweit sind Sie davon betroffen? Also wir selber produzieren relativ autark. Also wir haben die Pflanzen da und auch alles, was wir dafür brauchen. Aber der Bereich des medizinischen Cannabis ist immer wieder davon betroffen, gerade weil der Großteil des Cannabis aus dem Ausland importiert wird. Das ist jetzt hier eine bisschen umgekehrte Situation. Das liegt nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern wir dürfen nicht. Also wir haben nur eine Lizenz, eine gewisse Menge pro Jahr anzubauen. Und das ist aber nur ein Bruchteil dessen, was auch verschrieben wird. Und würden das sehr gerne machen. Auch andere Firmen würden gerne mehr produzieren in Deutschland, dürfen aber derzeit aufgrund der Gesetzeslage nicht. Und was sind die Stellschrauben? Wo müsste man da rangehen? Ja, das liegt daran, dass es ein Vergabeverfahren dafür geben müsste. Das müsste erneut gemacht werden. Es wurde jetzt eine gewisse Menge eben ausgeschrieben. Das ist schon eine ganze Weile her, dass dieses Verfahren gemacht wurde. Seitdem hat sich der Bedarf entwickelt und ist aber nicht erhöht worden. Also wir produzieren knapp 1.000 Kilogramm von den etwa 20.000 und wir sind eins von insgesamt drei Unternehmen, also es ist sehr wenig, was in Deutschland produziert werden darf, obwohl mehr produziert werden könnte. Ein Unternehmen will wachsen, kann aber nicht, obwohl Bedarf da ist. Ist das nicht paradox? Ist es, aber wir sind ja hier auch Vorreiter. Also und das ist ja auch etwas, wo man auf Sachsen schaut und das ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen, ist ein Start-up und alle schauen nach Sachsen, was hier passiert. Und man darf nicht, ich meine, wir kommen ja auch aus einer Diskussion zum Thema Cannabis, wobei
Hanf, Cannabis hat eine ganz, ganz lange Geschichte und Tradition. Und es wird halt immer sehr reduziert auf die Frage von Betäubung, aber es ist sowohl eine Nutzpflanze, genauso wie es eben auch wirklich Medizin ist, therapeutische Zwecke erfüllt. Ich glaube, da muss man viel aufklären und man muss einfach die Regulatorik auch dementsprechend auch mit anpassen. Und ihr seid damit eigentlich auch ein bisschen die Wellenbrecher gewesen in den letzten Jahren. Und ich denke schon, dass auch die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wurde, muss auch dazu führen, dass man die hohen Standards, die wir hier haben, ja nutzt, um eben auch wirklich zu schauen, hier kann man kontrolliert das anbauen und unsere hohen Standards eben auch nutzt, um Missbrauch zu verhindern. Dann bin ich auch der Meinung, dass man tatsächlich auch dort die Quoten, also die Kapazitäten lieber hier erhöht, als dass man importiert und nicht genau weiß, wie die Bedingungen des Produzierens ist. Wir schauen mal auf die Impfstoffproduktion. Wie sieht es da mit Lieferengpässen aus? Wie stark sind Sie betroffen in Dresden? Gute Nachricht. Gerade ist die Saison ja abgeschlossen. Wir sind lieferfähig gewesen, wir sind lieferfähig und konnten zeitgerecht und mengengerecht produzieren. Und das ist in diesen Zeiten eine Sache, die uns wirklich auch stolz macht. Warum ist das so? Der Hintergrund ist natürlich gute Planung, sächsische gute Planung, kann man natürlich sagen. Aber Scherz beiseite, wir haben relativ früh schon am Anfang der Pandemie ein Krisenteam zusätzlich zu unseren Planern gebildet, die sich Materialbeschaffung zum Ziel gesetzt haben. Und zwar zeitgerecht, die haben Alternativen gesucht, die haben die Bestände geprüft, die haben versucht, den Laden am Laufen zu halten. Und das ist gelungen und das ist gerade jetzt hier gelungen. Und so konnten wir in dieser Saison über 50 Millionen Menschen mit Impfstoffen versorgen. In welchen Bereichen gibt es da denn Engpässe? Also ist das nur der Wirkstoff oder sind das teilweise auch die Verpackungsmaterialien? Weil zum Beispiel beim Nasenspray waren teilweise diese Aufsätze knapp oder die Blisterpackungen, in denen man die Arzneimittel verpackt. Wie sah das bei Ihnen aus? Also bei uns ist es so, dass wir den Wirkstoff in Dresden produzieren. Das ist unser Impfstoff. Aber wir haben Lieferschwierigkeiten bei Schutzkleidung für Mitarbeiter zum Beispiel. Das sind diese weißen Overalls, die Sie gerade auch im Film gesehen haben. Das sind die Masken. Das sind Materialien, wir sprechen von Single-Use, Plastikmaterialien, die einmal verwendet werden. Die kommen häufig aus China und sind durchaus auch schwierig zu besorgen gewesen. Es gibt Materialien auch aus den USA, der Exportstopp, den wir dort gehabt haben, da hat es uns auch Probleme bereitet. Aber wie gesagt, mit den Maßnahmen sind wir da ganz gut gefahren und konnten die Situation ausgesprochen gut regeln. Schutzausrüstung fehlte wieder, hören wir. Eigentlich dachte man, das ist nach Corona jetzt doch überwunden. Naja, wir haben ja gehört, dass in China bis vor wenigen Wochen Null-Covid-Strategie gefahren wird, was natürlich auch die Produktion maßgeblich beeinflusst hat und vor allen Dingen das Exportverhalten. Also insofern bleibt die Aufgabe ja bestehen und wir wissen ja nicht, was jetzt noch in den nächsten Zeiten kommt. Und bei der Grippeschutzimpfung, von der wir ja gerade reden, muss man da Wahrheit und der Ehrlichkeit halber natürlich auch ein Stück dazu sagen, dass leider auch die Impfquoten ein Stück weit nach unten gegangen sind. Und das ist natürlich sehr bedauerlich. Wir haben da sehr dafür geworben. Aber die Skepsis fürs Impfen hat sich eben auch leider hier ein Stück weit niedergeschlagen. Und das ist wirklich bedauerlich, weil wir gerade letzten Winter, wie wir wissen, ja mit einer erheblichen Grippesaison gerechnet haben und sie auch hatten. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass das Unternehmen wirklich eigene Alternativen gesucht hat, um den Bedarf, den wir hatten, abzusichern. Und da würde ich vielleicht gerne noch mal einhaken. Für uns sind es auf der einen Seite die abrupten Lieferschwierigkeiten oder Lieferengpässe, die Probleme bereiten. Auf der anderen Seite ist für uns ein unabsehbarer Bedarf, wenn wir einen Ausbruch haben, wenn eine Grippesaison wirklich schwierig läuft und im Winter viele Fälle entstehen. Dann kommt es zu einem unabsehbaren Bedarf und dann kommen wir in Lieferschwierigkeiten. Dementsprechend möchte ich einfach noch mal darum werben, dass man den Wert von Impfstoffen noch mal in den Fokus nimmt. Je besser die und je höher die Durchimpfungsraten sind, umso weniger haben wir die Gefahr eines Ausbruchs und dementsprechend von Lieferproblemen. Deshalb, wir würden uns politischen Rückhalt da noch mehr wünschen und wir tun unser Übriges natürlich sehr gerne. Lieferketten ist Ihr Thema in verschiedenen Branchen, nicht nur in der Gesundheitswirtschaft. Inwieweit halten Sie denn eine Rückverlagerung der Produktion von Asien nach Europa für sinnvoll? Schließlich kann es ja auch hier zu Ausfällen in der Produktion kommen.
Also wir müssen ja auch erstmal feststellen, auch wenn man das jetzt falsch verstehen kann, wir sind auch ziemlich verwöhnt. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten uns sozusagen auch ein Wirtschaftssystem aufgebaut, wo einfach alles funktionieren musste und es funktionierte auch. Das haben wir uns auch erkauft, manches auch durch Wegschauen, und da schaute man nie so hin, wie die Bedingungen des Produzierens in den jeweiligen Ländern sind und so weiter und so fort. Wir haben sehr gut auch davon gelebt. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Jetzt sind wir natürlich erschrocken und ich hoffe nur, dass wir die richtigen Konsequenzen ziehen. Ja? Da zum Beispiel eine Re-Europäisierungsstrategie und das wiederum nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Es wird auch weiterhin Globalisierung geben und das ist auch sinnvoll. Die Frage, ob die Bedingungen fair sind, und es geht darum, von Abhängigkeiten sich Schritt für Schritt zu lösen. Und das ist zum Beispiel, dass man nicht mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, sondern mit verschiedenen. Also unterschiedliche Strategien zu haben. Und wir hatten es ja in der ersten Runde schon. Ich halte es für zwingend notwendig, dass gerade bei Grundbedarfen von Wirkstoffen, von Medikamenten, wir einen Zugang in Europa haben. Habe ich schon gesagt, es geht um eine Vielfalt von Strategien, von Möglichkeiten, und da gehört das Thema Europa maßgeblich mit dazu. Aber es wird auch weiterhin auch Kontakte nach Asien geben und so weiter und so fort. Also von daher geht es hier eher um vielfältige Strategien, denn wenn wir jetzt natürlich aus den letzten Jahren nichts lernen, dann wäre es fatal, auch wenn der Preis ist, dass manches teurer wird oder vielleicht komplizierter wird. Aber hier geht es um Gesundheit und Leben, das kann ich nur wiederholen. Mhm. Minister Dulich hat es gesagt, Sie sind ein Start-up, Sie sind Wellenbrecher, probieren was Neues aus. Wie wichtig ist in dieser Phase des Unternehmens staatliche Förderung? Ja, also das war für uns wahnsinnig wichtig. Wir sind ja nicht nur ein Start-up, sondern wir mussten dabei auch eine gehörige Investition stemmen. Also wir haben eine pharmazeutische Herstellung nach GMP, also ganz normal wie jedes andere Pharmaunternehmen auch, plus eben diese Sicherheitsstandards. Und da haben wir als kleines, beziehungsweise KMU, kleines mittelständisches Unternehmen, hier auch Förderung insbesondere der Sächsischen Aufbaubank erhalten. Das ist eine 30% Förderung, die wir erhalten haben auf alle Investitionsmittel, die wir ausgegeben haben. In Summe sind das über 5 Millionen Euro gewesen. Das hat uns das eigentlich auch gewissermaßen erst wirklich ermöglicht, das machen zu können, und war für uns also ganz essentiell wichtig. Wir erhalten in diesem Rahmen auch noch weitere Unterstützung für Forschung und Entwicklung. Und ja, kann man auch nur sagen, es hat relativ unbürokratisch alles funktioniert. Also muss man sagen, sind wir hier sehr froh, dass wir diese Unterstützung bekommen. Ein möglicher Wachstumsmarkt wäre ja das Genussmittel Cannabis, wenn es denn legalisiert wird. Das Vorhaben kommt aber nicht so schnell voran, wie manche vielleicht gehofft oder gedacht haben. Was bedeutet diese Unsicherheit für Sie als Unternehmer? Ja, also wie schon gesagt wurde, das Wichtigste ist, dass man sichere Rahmenbedingungen hat, um investieren zu können. Das bedeutet natürlich, dass man da jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo alles noch unklar ist, natürlich jetzt keine Investitionen tätigen kann. Und das natürlich dann auch schwieriger wird, wenn das entschieden werden sollte, dass dann auch der Bedarf gedeckt werden kann. Also von daher hoffen wir, dass da einfach relativ bald Klarheit ist, wo dann auch der Rahmen sein wird zwischen dem medizinischen Cannabis, was wir jetzt produzieren, und dem, was dann für den Freizeitbereich zugelassen und abgegeben werden kann. Wie schnell könnten Sie denn die Produktion hochfahren? Ja, das kommt so ein bisschen auf den Rahmen an. Also wir können die Kapazitäten relativ schnell verdoppeln und dann auch auf rund 10.000 Kilogramm im Jahr erhöhen am eigenen Standort. Alles andere dauert dann noch mal länger, wenn man wirklich neue Standorte erschließen muss. Also das wäre so im Rahmen von 1 bis 1,5 Jahren möglich. Okay, also Herr Fischer steht bereit, um auszubauen. Frau Köpping, welche Anreize kann denn der Staat noch setzen, um die Arzneimittelproduktion in Deutschland noch zu verstärken und auszubauen? Naja, wir haben es ja eigentlich heute schon mehrfach erwähnt. Das ist die Planungssicherheit, dass ich eben weiß, dass in einem bestimmten Zeitrahmen die Genehmigung meiner Produktionsstätte eben auch erfolgt. Und dazu sind wirklich von der Mitarbeiter und Mitarbeitern Genehmigungsbehörden wichtig, die sich in diesen Bereichen auskennen. Das ist ein spezieller Bereich, da ist auch eine besondere Vorsicht walten zu lassen. Und das haben wir. Zumindest bei dem, was wir reflektiert bekommen haben, ist da eine gute Voraussetzung in Sachsen da. Und das andere haben wir auch gerade besprochen, dass ich eben tatsächlich die Unterstützung des Freistaates, die ist bei Martin Dulich,
die er gemacht hat, haben wir ja jetzt auch hier für das Start-up-Unternehmen nochmal gehört, vorhanden ist, und der politische Wille. Also wir sind sehr eng mit unseren Produzenten, gerade auch was die Impfstoffe betrifft. Wir haben da mehrfach schon Besuche abgestattet. Martin Dulich ist da gewesen, wir natürlich auch. Wir haben gerade Jubiläum gefeiert bei Ihnen. Also insofern auch die enge, wirkliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und bis hin natürlich zu den Rahmenbedingungen, die wir gerade genannt haben, dass es eben eine europäische Initiative sein muss, wo ich eben mich vielleicht auch neu einstellen muss. Das hat Martin Dulich auch gerade nochmal erwähnt, dass ich eben wirklich schaue, dass auch unterschiedliche Zulieferer ins Auge gefasst werden. Wenn einer ausfällt, dass ich einen Ersatz habe, dass man miteinander kooperiert. Und da bin ich eben ein großer Verfechter, dass man tatsächlich bis runter zum Endnutzer die Kette schließt. Dass man also nichts macht, wo der Endnutzer wieder nur Probleme sieht. Und hier haben wir ja so ein schönes Beispiel, das medizinische Cannabis, wo eben wirklich noch Aufklärungsarbeit zu leisten ist und eben auch Schulungen durchzuführen sind. Warum und weshalb das ein Arzt verschreibt, dass eine Krankenkasse das eben nicht blockiert. Ja. Medikamente müssen natürlich auch produziert werden. Wie sieht es denn mit der Fachkräftelage aus? Viele Unternehmen sehen das ja als größtes Hemmnis in den nächsten Jahren, was da so auf sie zukommt. Es gibt wohl keine Branche, die nicht vor der Frage steht, wie sie ihren Arbeits- und Fachkräftebedarf deckt. Und in manchen ist es auch schon eklatant. Und gerade in dem Bereich, der hochspezialisiert ist, ist natürlich der Kampf um die gleichen Köpfe besonders groß. Und deshalb ist der Freistaat Sachsen hier auch in der Konkurrenzsituation mit allen anderen Regionen, die ähnlich aufgestellt sind. Ich bin ja total dankbar, dass wir gerade das Thema Gesundheitswirtschaft immer gemeinsam auch bearbeiten, weil das macht die Bandbreite deutlich. Petra Köpping als Gesundheits- und Sozialministerin, ich als Wirtschafts- und Arbeitsminister, die Bedeutung dieser Branche für den Freistaat Sachsen, aber für die Menschen deutlich zu machen. Und wenn wir jetzt so unterwegs sind, dann schauen wir natürlich auch, wie machen das andere Regionen so etwas. Es ist ein riesengroßer Konkurrenzkampf um die gleichen Köpfe. Im Freistaat Sachsen haben wir sozusagen drei wesentliche Bausteine unserer Strategie. Das eine ist, wir müssen die eigenen Leute stärken, die eigenen Ressourcen stärken und Bindekräfte entwickeln. Das hat was mit den Bedingungen zu tun, mit guten Löhnen, mit Arbeits- und Gesundheitsschutz, mit Aufstiegschancen, aber auch Ressourcen zu nutzen, die wir vielleicht zu wenig bisher genutzt haben. Ich denke zum Beispiel an Jugendliche, die es schwer in der Schule hatten und deshalb auch schwer auf dem Arbeitsmarkt haben, denen auch Zugänge zu schaffen. Der zweite Punkt wird sein, die Digitalisierung und Automatisierung. Das ist immer so schwierig, als Sozialdemokrat über Rationalisierung zu sprechen, aber wir werden auch über Automatisierung gar nicht umhin kommen und Prozesse besser machen, innovativer machen. Und das dritte wird auch das Thema Zuwanderung sein, attraktiver Standort zu sein für Menschen, die hier leben und arbeiten wollen und auch hierher kommen. Da müssen wir natürlich in Sachsen auch noch ein paar Hausaufgaben machen, dass wir attraktiv sind, dass wir willkommen heißen, dass Menschen sagen, ja, das ist ein guter Lebens- und Arbeitsort. Ich bin mir nur sicher, dass gerade in diesen hochspezialisierten Bereichen die Leute schon sehen, was Dresden, was Sachsen hat. Wir haben ein sehr innovatives Ökosystem, wir haben eine gute Branche und das kann auch ein Magnet wiederum für hochspezialisierte Fachkräfte sein und hoffentlich damit eben auch ein Botschafter für Sachsen. Okay, ist das eine gute Strategie, die hilft? Ich glaube, 750 Mitarbeiter, feste Mitarbeiter hat GlaxoSmithKline in Dresden, also eine ganze Menge, großer Arbeitgeber. Wir sind ein großer Arbeitgeber in Stoßzeiten sogar bis zu 1000 Mitarbeitern aus den ganz verschiedenen Berufsgruppen und wir brauchen natürlich, wir haben genau dasselbe Problem. Wir brauchen die Fachkräfte, wir brauchen die Attraktivität des Standortes, auch bundesweit. Und dementsprechend sind das gute Pläne, die Sie haben. Okay, Lob. Frau Köpping, wie ist denn die Ausbildungslage? Werden in Sachsen genügend Pharmazeuten ausgebildet? Naja, auch dort müssen wir wahrscheinlich zu ähnlichen Möglichkeiten und Mitteln greifen, wie wir das bei der Ärzteausbildung gemacht haben. Dort haben wir ein Sonderprogramm aufgelegt für eine Landarztquote. Und ich vermute, dass wir das auch bei den Apothekern machen müssen, weil wir eben mittlerweile merken, dass gerade in den ländlichen Räumen die Bereitschaft, sich im ländlichen Raum anzusiedeln, auch bei den Apothekern und damit bei den pharmazeutischen Fachkräften nicht so groß ist, wie eben vielleicht nach Dresden und Leipzig zu gehen. Und deswegen werden wir auch dort zu neuen Möglichkeiten greifen müssen, um die Ausbildung auf der einen Seite zu erweitern, dass man eben nicht so ganz eng am Numerus Clausus festhält, sondern eben auch eine Landarzt- oder
dann eine Landapothekenquote einrichtet, übrigens auch für die Zahnärzte. Also insofern werden wir dort uns als Sachsen natürlich ein bisschen was einfallen lassen müssen. Wo ich nicht dafür stehe, ist, dass man aus anderen Bundesländern massiv abwirbt. Das will ich auch nochmal deutlich ansprechen, wie wir das im Moment ein bisschen aus Bayern erleben, dass dann wirklich richtig massiv mit Einkaufspaketen für die Person geworben wird. Das finde ich nicht so dolle. Ich denke, wir sollten unseren Standort so attraktiv machen durch die Ausbildungsbedingungen. Da sind wir nicht schlecht unterwegs. Wir haben ja vor Jahren, wer sich erinnert, auch noch um die Apothekerausbildung in Sachsen gerungen. Die sollte ja mal zusammengelegt werden mit Sachsen-Anhalt. Es ist heute sehr gut, dass wir das behalten haben. Und dort müssen wir zu mehr Ausbildungs- und Plätzen kommen, als wir im Moment haben, damit wir die Perspektive absichern, weil eben die Demografie auch in diesen Bereichen zuschlägt. Ja, also viele Stellschrauben, an denen gedreht wird, um die Versorgungssicherheit in Sachsen aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern. Ich bedanke mich ganz herzlich an die Runde für diese Einblicke und Informationen. Ja, das war unsere Sendung zum Thema Arzneimittel. Sicherheit, und damit geht die Sendung für heute zu Ende. Im März sprechen wir bei Martin Dulich konkret über starke Frauen in der Wirtschaft. Wir fragen nach, wie es tatsächlich um die Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt steht, unter anderem mit Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Mayer. Für heute sagen wir Tschüss, bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund.